geht euch gut? Heute gibt es einen Drogerie-Haul. Ja, ich weiß, es gibt momentan sehr, sehr viele Einkaufsvideos auf meinem Kanal zu sehen. Ja, ich habe euch auf Facebook gefragt, ob ihr überhaupt Interesse habt, so viele Hauls auf meinem Kanal euch anzuschauen. Und ihr sagtet, ja, da haben wir Bock drauf, mach ein Video. Wir wollen deinen Einkauf sehen, den du bei Rossmann getätigt hast. Rossmann. Ja, und ich dachte, okay, wenn ihr das gerne so möchtet, dann erfülle ich euch den Wunsch. Ja, wie gesagt, ich habe bei Rossmann eingekauft, also es werden jetzt noch Fashion-Hauls oder wie auch immer, ich weiß nicht, wie ich die Hauls hochlade. Also ich will mich da jetzt um Gottes Willen auch nicht festlegen. Ich drehe jetzt einfach diesen Rossmann-Haul ab und ich werde dann dementsprechend gucken, wie es am besten passt. Ja, weil es sind eine Menge Einkäufe. Ui. Egal, ich fange an. Der Grund, warum ich zum Rossmann gegangen bin, war eigentlich nur der, ich habe nach der neuen Catrice Camouflage geschaut, weil im DM war die komplett ausverkauft. Da habe ich wirklich nur noch die, also zumindest die hellste Nuance war ausverkauft. Da gab es nur noch die dunkelste und das war natürlich ja nicht mein Fall. Also bin ich zum Rossmann und da hatte ich wirklich das komplette Regal noch voll mit allen Sachen, die neu sind. Und das war so cool und ich konnte mich da in Ruhe auslassen. Ich habe nämlich mir die Farbe 010 Ivory mitgenommen. Das ist das neue Camouflage, was ins neue Sortiment reingekommen ist bei Catrice. Und das musste ich unbedingt haben, weil ich da so viel Gutes drüber gehört habe. Ich weiß, mit einem Camouflage bzw. mit dem Alverde Camouflage habe ich sehr schlechte Erfahrungen gesammelt, weil sich ja hier unten alles errötet hat und rau geworden ist bzw. sehr, sehr trocken geworden ist meine Haut. Das war nicht so schön und daher hoffe ich, dass ich da hier mit nicht dieses Problem auch bekomme. Mal schauen. Also wie gesagt, das war eigentlich mein Hauptproblem, was ich kaufen wollte und dann sind noch die anderen dazugekommen. Aber wer kennt das nicht? Man geht wegen einem Produkt dahin und man kann sich doch irgendwie nicht zügeln. Ja, und dementsprechend sind jetzt noch die weiteren Produkte dazugekommen. Und zwar habe ich mir auch dann noch überlegt, mir meine Lieblingsmascara nachzukaufen. Ich war schon die ganze Zeit im Überlegen, soll ich nicht. Aber meine andere, die ist jetzt komplett leer. Da geht gar nichts mehr. Da kommt kein Volumen mehr. Da sieht nichts mehr. Mir hat eine YouTuberin unter mein Video geschrieben, ich weiß nicht unter welchem es war, du hast Porno-Wimpern mit dieser Mascara. Seitdem geht mir dieses Wort nicht mehr aus dem Kopf. Ich finde es eigentlich irgendwie blöd, aber auf der anderen Seite auch, ja, macht es jetzt diese Mascara für mich aus. Ich habe die Evolution to Revolution Ultra Black Volumen Mascara mir nachgekauft. Diese 1-in-2 Look Mascara. Die ist wirklich toll. Die könnt ihr euch mal anschauen und ausprobieren. Ich liebe sie. Sie ist wirklich entweder den ersten Look für natürliche feine Wimpern oder den zweiten Look für dramatische Wimpern. Also wie so ein Day and Night in einem. Finde ich wirklich genial. Daher musste ich sie mir unbedingt nachkaufen. Zudem sind Nagellacke mit mir nach Hause gekommen aus der Essence Hug and Kisses LE. Die gab es bei uns im DM zum Beispiel nicht, aber bei uns im Rossmann. Daher habe ich mich ein bisschen umgeschaut und bin auf diese beiden Topper gelandet, auf die Glitter Topper. Da habe ich den... Hilfe, fall nicht runter. Da habe ich den 03 Crazy in Love mitgenommen und die Farbe 01 More Than Words. Die fand ich wirklich so schön, vor allen Dingen, weil dieser 03er so kleine Glitzerherzchen enthält. Ob sie jetzt da zu sehen sind, weiß ich nicht. Also zwischen diesen ganzen kleinen Glitzerpartikeln sind auch so Herzchen mit drin und das ist der 01er More Than Words. Den fand ich auch wirklich sehr, sehr schön. Den habe ich zudem auch hiermit aufgetragen, auf diesem, den ihr jetzt auch sehen werdet. Und zwar habe ich noch aus der aus dem alten Sortiment zugegriffen. Der war runtergesetzt auf 1,75 €. Die 905 Steal My Soul. Ja, den habe ich mitgenommen, weil ich den echt wunderschön fand. Zumindest hier in der Flasche. Also, naja, was heißt zumindest? Ich sag gleich was dazu. Also, den Ton so an sich, das ist so ein komisches Lila? Grau? Also grau auf jeden Fall ein sehr, sehr für mich mehr graustichig, aber so ein bisschen lila finde ich es auch mit drin. Und vielleicht täuscht es mich. Ja, und dann goldene Schimmerpartikel, den finde ich wirklich total genial. Und den habe ich auch aufgetragen mit dem einen Topper, den ich gerade gezeigt habe. So sieht er aus. Ich musste ihn sehr, sehr oft nachmalen. Das heißt, ich musste ihn schichten. Aber ich finde ihn trotzdem schön. Dann habe ich auch unter anderem aus der Hugs and Kisses LE diese Lip Tint mitgenommen. Die beiden Farben, Rot und Pink.
Die pinke Farbe heißt 01 Sugar Baby Love und die 02 Save Your Kisses for Me. Das sind diese beiden Farben, die habe ich mitgenommen, um einfach mal zu testen, ob die was sind oder nicht sind. Ich finde, der rote ist wirklich sehr schön. Mal gucken, ob ich da mal eine Review oder so zu abgebe, weil ich ja oft diese Lipstain-Lippenstifte teste, ob die wirklich das bewirken, was sie beschreiben und so weiter und so fort. Aber ich finde, das ist eine sehr, sehr schöne rote Farbe. Von dem bin ich so ein bisschen enttäuscht vom ersten Testen, aber egal. Ich werde es auf jeden Fall nochmal des Öfteren ausprobieren. Vor allen Dingen finde ich jetzt dieses Pink richtig schön. Das bringt mich wieder in Frühlingsstimmung, von daher muss ich den unbedingt mitnehmen. Dann habe ich mitgenommen eine Haut- und Kindercreme, die Kaufmanns Kindercreme für meine Handtasche, weil meine andere leer ist. Deswegen habe ich die nachgekauft. Und dann habe ich noch ein paar kleine Pröbchen mitgenommen. Habe ich dann zwei von Reveal de Loop mitgenommen und dann von Chabens, wenn man es ausspricht. Habe ich, das ist eine Sommergelmaske, weil ich mich wirklich in Frühlingsstimmung langsam bringen möchte. Und das ist eine Feuchtigkeitsmaske. Ich habe nämlich keinen Bock mehr auf den Schnee. Ich will endlich Frühling haben. Ich will endlich wieder kurze Sachen anziehen und so. Ja, daher versuche ich wenigstens mein Gesicht ein bisschen in Frühlingsstimmung, Sommerstimmung zu bringen. Ja, weiter habe ich eingekauft eine Schere, eine Haarschere. Ob das was bringt, weiß ich nicht. Beziehungsweise ob die überhaupt gut ist. Keine Ahnung. Werde ich ausprobieren. Und dann habe ich neue Farbe gekauft für meine Haare von Accent. Das ist die Farbe 1016 Champagner. Ich weiß nicht, ich will es noch nicht ausprobieren und da werde ich euch gleich erzählen, wieso. Ich habe sie aber auf jeden Fall gekauft, weil sie recht billig ist. Die ist von Rossmann, die Marke. Und mal schauen, ob das was wird. Ich fand die Farbe an sich ganz schön. Mal gucken, wann ich es ausprobiere. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich die mitgenommen. Und ja, jetzt komme ich zu dem, warum ich das jetzt, also die Farbe noch nicht ausprobieren möchte. Ich weiß nicht, vielleicht schreien gleich irgendwelche Mädels da draußen oder deren Haare stehen gleich zu Berge, weil sie denken, oh mein Gott, was schmierst du oder sprühst du auf dein Haar? Ich weiß es nicht. Also ich habe es einfach mal mitgenommen. Und zwar dreht es sich hier um dieses Jean Frieda. Eigentlich gehen mir schon die Nackenhaare hoch, wenn ich nur Jean Frieda lese, weil für mich ist das pure Chemie. Ja, ich habe dieses Sheer Blonde Aufhellungsspray mitgenommen. Eigentlich nur aus dem Grund, weil ich meinen Ansatz ein bisschen heller haben möchte. Ich habe sehr viel in den letzten Monaten gefärbt. Ich habe damit meine Haare sehr strapaziert. Und wenn ich lange Haare haben möchte, sollte ich am besten damit aufhören. Ich glaube, auch das wird dann nicht wirklich viel bringen, weil das auch meine Haare schädigen oder meine Haare schädigen wird. Ich weiß nicht, was ich machen soll, aber mich nervt halt dieser Ansatz und ich möchte nicht jeden Monat nachfärben. Ich bin momentan in einer Testphase, daher habe ich es einfach mal mitgenommen. Habe es auch schon einmal drauf gesprüht, es ist leicht heller geworden. Man soll es nicht nach jeder Haarwäsche machen, nur nach jeder zweiten. Und nach 10 Anwendungen sollst du schon ein gutes Ergebnis haben. Ich will jetzt nicht zu viel drauf sprühen, ich werde einfach mal gucken. Ich habe es mitgenommen, ich will es einfach mal testen und mir geht es einfach nur um meinen Ansatz und mir ist das Färben auch wieder zu blöd und ich versuche so gut wie es geht irgendwie meine Haare zu schützen und zu pflegen und ich weiß es noch nicht. Ich weiß noch nicht, was ich von dieser ganzen Testphase bei mir gerade halten soll. Außerdem habe ich mir einen neuen Duft mitgenommen und der war wirklich sehr billig. Ich glaube, so ein billiges Parfüm habe ich mir in meinem ganzen Leben noch nie gekauft. Aber ihr wisst ja, ich pendel ja immer zwischen unserer Wohnung und zwischen dem Haus meiner Eltern. Also zwischen der Wohnung von meinem Freund und mir. Und da ist es halt, was meine Düfte mittragen angeht, sehr blöd. Weil ich habe sehr viele Düfte und die stehen, wie gesagt, immer noch in meinem Zimmer. Und hier habe ich dann immer nur so 2-3 Düfte und ich kann die nicht mehr riechen. Ich wollte was Neues und dann habe ich zu einem 2,99 € Duft zugegriffen. Die Rede ist von diesem hier. Das ist Candy Style von Melmerio Eau de Parfum. Das ist es. Das ist die Flasche, 30 ml sind da drin und das riecht richtig, richtig süß. Eine richtige Beschreibung vom Duft her kann ich euch gar nicht geben, weil das ist eine Schrift, die kann ich nicht lesen. Ich weiß nicht, ob das Russisch, Polnisch oder sonst was ist.
Keine Ahnung, aber es riecht richtig, richtig süß, so wie der Name Candy ja schon enthält. Also es ist wirklich was sehr, sehr Süßes und das war so ein toller Duft und den habe ich noch nie in meiner Sammlung gehabt. Von daher habe ich den einfach mal für 2,99 € mitgenommen. Zu guter Letzt habe ich auch noch ein bisschen Dekokram eingekauft und zwar diese beiden Teile. Ich wollte mich ja in Frühlingsstimmung bringen und da habe ich diese hier gesehen und ich fand die so toll. Dieses Mosaik finde ich richtig, richtig schön und vor allen Dingen passen die Farben sehr, sehr gut bei uns ins Wohnzimmer rein. Daher habe ich die noch mitgenommen. Die finde ich ganz toll und die leuchten wunder, wunder, wunderschön im Dunkeln. Wirklich ganz, 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 ganz toll. Dann habe ich mir noch Duftkerze, also Duftöl mitgenommen, noch eine Duftkerze mitgenommen, Raumduftspray und sowas, aber das wollte ich euch jetzt nicht alles noch zeigen. Sind wir durch mit meinem Rossmann Haul? Ich glaube, wir sind durch. Ja, ich habe euch eigentlich, glaube ich, alles gezeigt, was ich euch zeigen wollte. Ich werde die Sachen auf jeden Fall jetzt erstmal testen und mal gucken, was ich von meiner ganzen Testphase überhaupt halte und was da überhaupt dann rauskommt. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Wenn es mal wieder ein Haul gibt, dann entschuldigt es mich einfach. Aber die Zeit wird auch vorbeigehen und dann wird es auch wieder ganz viele andere Sachen geben. Ich habe so viel Schönes geplant und Projekte geplant und es wird auf jeden Fall wirklich ein toller Frühling und ein toller Sommer werden. Ich freue mich einfach drauf. Jetzt wünsche ich euch noch einen tollen Tag. Ich hoffe, dass wir uns, wie gesagt, beim nächsten Mal wiedersehen. Hinterlasst mir einen Kommentar. Und bis dahin wünsche ich euch alles Liebe, dicken Kuss, macht's gut, meine Hübschen, bye!